Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, bedingte Formatierung. Sie können Zellen in Abhängigkeit von Bedingungen, die Sie vorgeben, formatieren. Beispielsweise können Sie in einer Tabelle alle Werte, die unter dem Durchschnitt liegen, in grün und alle Werte, die über dem Durchschnitt liegen, in rot anzeigen lassen. Um bedingte Formatierung anzuwenden, muss automatisch Berechnen aktiviert sein. Wählen Sie Extras, Zellinhalte und automatisch berechnen. Eine bedingte Formatierung hängt von der Verwendung der Vorlagen ab. Die Vorlagen müssen vorher definiert werden. Unter der Voraussetzung, dass Vorlagen vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor, um eine bedingte Formatierung anzuwenden. Erstens selektieren Sie die Zellen, in denen Sie eine bedingte Formatierung anwenden möchten. Zweitens wählen Sie in der Menüleiste Format, bedingte Formatierung und Bedingung aus. In dem Dialog bedingte Formatierung geben Sie die Bedingungen ein. Zellwert ist, Formel ist. Zellwert ist oder Formel ist gibt an, ob die bedingte Formatierung von einem Zellenwert oder von einer Formel abhängig ist. Wenn Sie Zellwert ist auswählen, wird das Zellwertbedingungsfeld angezeigt. Hier können Sie Bedingungen wie zum Beispiel weniger als oder größer als oder zwischen auswählen. Zum Beispiel Zellwert ist kleiner als. Parameterfeld. Geben Sie in das Parameterfeld einen Bezug, einen Wert oder eine Formel ein. Bei Bedingungen, die zwei Parameter erfordern, tragen Sie diese zweite Bedingung in das zweite Parameterfeld ein. Sie können auch Formeln mit relativen Bezügen eingeben. Hier zum Beispiel Bedingung 1, Zellwert ist kleiner als 30, Vorlage Green. Das bedeutet, hier ist die Hintergrundfarbe grün. Und dann die zweite Bedingung, auf Extra klicken. Zellwert ist größer als der Durchschnitt, hier 30, hier die Vorlage rot. Die Hintergrundfarbe ist hier rot. Und klicken Sie auf OK, um diese abzuspeichern. Die ausgewählten Zellen sind jetzt gemäß Ihren Vorgaben formatiert. Zellvorlage. Wählen Sie die Zellvorlage, die angewandt werden soll, wenn die zuvor definierte Bedingung zutrifft. Die Vorlage muss vorher definiert worden sein. Um dieselbe bedingte Formatierung später auf andere Zellen anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor. Erstens wählen Sie eine der Zellen, welcher bereits eine bedingte Formatierung zugewiesen worden ist, zum Beispiel B2. Zweitens kopieren Sie die Zelle in die Zwischenablage, Kontextmenü und Kopieren. Wählen Sie die Zellen, denen Sie die Zellvorlage zuweisen wollen, zum Beispiel E2 bis E6. Wählen Sie Bearbeiten, Inhalte einfügen. Auf dem Dialog Inhalte einfügen selektieren Sie in dem Auswahlbereich nur die Formate-Option. Überprüfen Sie, ob alle anderen Optionen nicht ausgewählt sind. Klicken Sie auf OK. Das war User Paul vom Screencast. Ciao und viel Glück.